Aktionsmonat Mai 2021, anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Einfach zusammen anders erleben. Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis. Landrat Götz Ulrich wünscht gutes Gelingen. Die Fotoausstellung Blickwechsel ist im Rahmen des Aktionsmonates 2020 entstanden. Die Fotoausstellung Blickwechsel ist für uns ein wirkliches Herzensprojekt. Wir wollten eine Ausstellung machen, die lebhaft ist und im ganzen Burgenlandkreis wirklich gesehen werden kann. Barrierefrei, für jeden Einzelnen zugänglich. Deswegen wollten wir im Jahr 2021 natürlich diese Fotoausstellung endlich verwirklichen. Wir haben die Stadtbibliothek Naumburg dazu gewinnen können, unsere Ausstellung erstmalig dort zu hängen. Die Fotoausstellung Blickwechsel wurde von der Berliner Fotografin Sabine Felber begleitet und wir profitierten von ihrem unglaublichen Erfahrungsschatz, was solche Fotoausstellungen betrifft. In der Fotografie von Sabine Felber ging es darum, 8 Paare zu fotografieren aus unterschiedlichen Beziehungen. Aus dem Bereich Liebe, aus dem Bereich Arbeit, aus dem Bereich Freundschaft. Uns ging es darum, bei den einzelnen Fotos zu zeigen, dass Inklusion nicht nur die Inklusion im Arbeitsleben zum Beispiel ist, sondern einfach Inklusion, die auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise im Alltag schon gelebt wird, die gar nicht so oft bemerkbar oder bewusst gemacht wird, sondern die einfach ganz natürlich und selbstverständlich ist. Und das hat Frau Felber in ihren Fotos zum Ausdruck gebracht. Der 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr unseren Fokus gelegt, auf ein Statement zu setzen wegen Barrieren im Alltag. Da geht es nicht nur um die Barrieren auf der Straße, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Barrieren in den Köpfen, bei den Gefühlen, bei den Menschen generell. Aus diesem Grund bitten wir Sie, machen Sie mit bei unserer Aktion. Teilen Sie uns mit, was Ihnen nicht gefällt, am besten per Video, ohne dass es ein großes Kunstwerk wird. Schreiben Sie es auf, schicken Sie uns in Facebook oder einfach ein WhatsApp. Vielen Dank. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.